Oh shit. Leute, das würde ja heißen, wir ziehen einen legendären Brawler. www.scheißboxer.shop. Der neue Scheißboxer, verfügbar ab dem 25.01. um 15.15 Uhr. Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawlstars mit 10% Meldung, Leute. Das fängt ja schon mal gut an und wir sind gerade auf dem falschen Account, fängt mir auf. Sehr gut, Marvin. Aber naja, ich würde mal sagen, dann wechseln wir mal kurz. So, und jetzt sind wir auch auf dem richtigen, meine Freunde. Ich habe mich gerade schon gewundert. Und zwar, Leute, heute gibt es was richtig krasses. Und zwar gibt es heute ein Mythen-Video. Richtig nice. Das habe ich so noch nicht oft auf meinem Kanal gemacht. Ich muss sagen, die Mythen, die ich euch jetzt zeige, die sind von Clash Games. Also ich habe den Clashy vorher gefragt und er hat gesagt, Marvin, ist okay, mach ruhig. Also nimm sie dir ruhig. Also Grüße gehen nochmal raus an dich, Clashy. Also wenn du das hier sehen solltest, schreib mal einen Kommentar. Und ja, ich hoffe, euer Merchandise kam gut an, den ihr rausgebracht habt. Und ich habe ihn mir auch gegönnt, weil ich kann euch mal ein Bild davon auf Insta zeigen. Also checkt gerne mein Insta, Marvin-Vlog, unten in der Beschreibung. Ich würde mal sagen, fangen wir einfach an mit der ersten Sache. Und zwar, wenn Leon unsichtbar wird, leuchtet er kurz. Okay, ich würde mal sagen, wir testen das jetzt einfach mal. Deshalb weiß ich so gar nicht, Leute, wie kommt ihr darauf? In dem Leon, natürlich auch den leuchtenden Leon, den Quietschi-Leon. Sie fliegt weg. Sehr gut, Ehrenfrau. Nein! Oh mein Gott, das war nichts, Leute. Nächster Versuch. So, jetzt haben wir sie aufge... So, neuer Versuch. Jetzt haben wir sie aufgeladen. Und ich bin jetzt mal bereit, Leute. Mal gucken, wenn wir jetzt unsichtbar gehen, ob er leuchtet kurz. Wir gucken jetzt alle genau hin, Leute. Schaut alle genau hin. Auf 3, 2, 1 und... LOL! Ich glaube, der hat wirklich so ein bisschen geleuchtet. Ihr habt es selber gesehen. Nice. Nice. So, die nächste Mythe ist, Max hat den gleichen Mund wie Karl und Tick. Okay, wir gucken uns erstmal den Mund an hier von Sonic. Okay, hier, achtet auf den Mund. So, und jetzt gucken wir den von Karl, die Kloschüssel an. Lol. Naja, ein bisschen gleich ist das schon, aber wo sind die gleich? Turbo Time! Ja, ich glaube schon, also... Jetzt müssen wir noch Tick angucken. Ich würde sagen, nee, weil da sind so 1, 2, 3, 4 und wir haben da drüben, wie viel haben wir da, wie viele Risse? 1, 2, 3, 4, ja. Ja, okay, man kann sagen, dass sie gleich sind, aber dann würde der Mund vom scheiß Boxer auch gleich. Ja, dann wäre der auch gleich. Ich weiß nicht so. Leute, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber so, die haben schon Ähnlichkeit. Wir schauen einfach mal weiter. Mythe Nummer 3. Auf dem Handy von Ems ist Poco zu sehen. Auf dem Display. Was? Leute, echt? Hat die Ems einen Freund? Wir schauen uns das mal an. Lol. Ja, ich hab's jetzt ganz schnell gesehen. Guck nochmal. Vielleicht sieht man es auch in der Verlangsamung. Gucken nochmal. Da ist was drauf, aber ich kann nicht erkennen, was. Was man hier hat, die Ems wirklich Poco auf dem Handy. Es ist so schnell, ich kann es leider nicht in Slow Motion machen. Aber das sind Sachen, die mir unten in die Kommentare schreiben müsst. Und ja, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zur nächsten Mythe. Mythe Nummer 4 ist, wenn wir schon bei Ems sind, Ems hat einen Bart. Wir gucken mal. Ich glaube, das unten meinte er. Das ist schwierig. Also ich glaube eher, dass das ihr Lippenstift ist, oder? Es kann aber auch genug... Bart, das geht eigentlich nicht. Das ist ja weiblich. Also ich glaube nicht. Schwierig. Was meint ihr? Hat die einen Bart oder nicht? Ich glaube, das ist kein Haar. Okay, kommen wir zur nächsten Sache. So, die nächste Mythe ist, der Scheißautomat hat an seinem Rücken einen Stecker. Der Stecker ist nicht in einer Steckdose, also funktioniert er gar nicht. Das ist eine gute Frage. Das wollen wir uns ja jetzt mal angucken. So, Scheißautomat, wo haben wir ihn denn? Ich darf das Wort nicht doch sagen, das ist hier Video-Werbeunfreundlich. So, wo haben wir den guten Automat denn? Da ist er. So. So, Leute, seid ihr bereit? Tatsächlich, es ist wirklich so, es stimmt.
Also hast du rein theoretisch recht, es funktioniert wirklich nicht. Also das ist ja komplett sinnlos. Also was das soll, weiß ich auch nicht. Aber welche Bedeutung hat denn das sonst? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und welche Mythe fandet ihr bis jetzt am besten? Das würde mich auch mal interessieren. Also, let's go, wir gucken mal weiter. So, und jetzt kommen wir auch zur spannendsten. Und zwar, da bin ich echt gespannt, ob das klappt. Die nächste Mythe ist, wenn man seinen Namen auf Ballbox umändert, zieht man in den nächsten 5 Kisten einen legendären Brawler. Oh shit. Leute, das würde ja heißen, wir ziehen einen legendären Brawler. Aber auf diesem Account können wir ja eh keinen mehr ziehen. Das heißt, wir müssen mal kurz wechseln. Okay, Leute, seid ihr bereit? Ich würde mal sagen, ich lade jetzt erstmal Gems auf. Natürlich mit dem Creator-Code Pookie, Leute. Gönnt euch den unbedingt. Let's go, Pookie. Und okay, wir sind jetzt startklar. Ich bin mal echt gespannt, ob das jetzt klappen sollte. Oh mein Gott, Leute. Let's go. Die erste Megabox. Ah, wir müssen den Namen noch ändern. Oh mein Gott, das hätte ich ja fast vergessen. Das wäre ja komplett lost gewesen. Wir müssen erst Level 5 sein. Wir können den nicht ändern. Ja gut, dann heißt es jetzt erstmal eine Runde spielen. So, da bin ich wieder und es hat jetzt endlich geklappt. Ey, es hat so lange gedauert. Leute, wir haben es geschafft. Wir können jetzt den Namen ändern, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann drehe ich durch. So, Einstellungen, Namen ändern, gratis. Okay, let's go. Wir müssen den Namen ändern in Ballbox. Okay. Ballbox, wie es da steht. Ballbox. Oh mein Gott, bin ich doof, ey. Ich drücke die ganze, gib das die ganze Zeit ein und es passiert nichts. So, Name ist geändert. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich weiß ja nicht, welche Boxen der meinte. Entweder die Megaboxen oder die Ballboxen. Deswegen nehmen wir einfach beide. Ich würde sagen, erstmal öffnen wir hier von 5 Stück. So. Okay, da ist schon mal nichts drin gewesen. Da auch nicht. So, und die letzte. Hier war auch nichts drin. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, geht's jetzt los. Hier ist übrigens ein Angebot, lol. Okay, ich bin bereit. Wir öffnen die erste Megabox, Leute. Mal gucken, ob das jetzt wirklich Luck bringt. Ob der Typ uns jetzt Glück bringt. So, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und los, komm, moderier. Was ist in Frankfurt, Leute, was geht? Am 16.02. sind wir drei und auch noch der Lukas am Boxer Day in Frankfurt. Das ist wirklich zu crazy, Freunde. Es wird eine richtig geile Bühnenshow sein. Ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen. Sichert euch jetzt Tickets einfach auf scheißboxer.shop und abfahrt Marvin jetzt hier vorbei. Gönn! Okay, das war schon mal nichts. Zweite, Leute, 3, 2, 1 und komm! Okay, nächste, komm. Leute, wir haben ja noch ein paar, 3 Stück noch, 3, 2, 1 und Abfahrt! Wieder 5. Der gönnt auch nicht mal Jams, der Kollege. So, das war jetzt die dritte, ne? Jetzt noch 2. Komm, die vorletzte. 3, 2, 1 und 5. Leute, die letzte Megabox. Da müssen wir jetzt das Angebot hier kaufen. Freunde, es geht los. Die allerletzte Megabox. Ich bin gespannt, ob das jetzt Glück bringt. Komm, 3, 2, 1 und Abfahrt. Nein, 5. Freunde, was soll ich dazu sagen? Also, das war falsch. Wir können ja trotzdem die Karte mal öffnen. Vielleicht bringt das ja trotzdem noch Luck. Und gönn! 65. Nee. Soll ich auch noch was öffnen? Also, der Mythos war definitiv falsch. Ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da unten. Kostenlos Abo. Danke schon. Ciao und bis dann, Antenne. Ciao, Kakaos und tschö mit Öl.